Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Blätterfolge. Und heute ist vielleicht eine ganz besondere Folge, denn ich blätter in meinem eigenen schriftlichen Erzeugnis, den Gameboy-Gurken. Ich habe das Projekt also vor einem halben Jahr ungefähr gestartet und habe das relativ zügig geschrieben und möchte euch einfach mal so meine Gedanken hinter diesem Projekt und meine Erfahrung natürlich mit euch teilen und natürlich auch mit euch den Inhalt teilen. Ich habe damals so eine 200 Stück Auflage ungefähr produziert. Die meisten sind auch schon verkauft. Das heißt, ihr könnt die bei mir bestellen, wenn ihr auch hier so ein kleines Büchlein haben wollt. Ich habe noch so 20, 30 Stück da. Informationen gibt es in der Beschreibung. Kostet 7 Euro inklusive Versand. Also nicht die Welt. Also wenn es euch gefällt, hier was ich hier euch zeige und ihr das Buch noch nicht habt, könnt ihr das gerne noch bei mir kaufen. Wenn es einmal ausverkauft ist, werde ich jetzt aber auch keine neuen Exemplare irgendwie nachbestellen. Es war auf jeden Fall eine sehr interessante Erfahrung für mich. Und so Initialzündung war, dass ich auf eBay auch so ein kleines Gameboy-Büchlein gesehen habe. Und dachte ich mir, hey, das kannst du auch. Aber ganz ehrlich, das gefühlt 100. Gameboy-Buch, wo drin steht, dass Super Mario Land ein super Spiel ist, braucht die Welt nicht. Und da ist mir eingefallen, hey, diese Retro Panda quält sich Unterserie, die ich habe. Da werden ja im Prinzip schlechte Spiele abgefeiert. Das hat auch einen gewissen Unterhaltungswert. Und es gibt kein Buch, zumindest was mir bekannt ist, was die schlechten Spiele thematisiert. Also dachte ich mir, hey, dann schreibst du mal ein kleines Büchlein. Ich hatte irgendwie Lust da drauf und Motivation und sowas nutze ich dann immer und mache sowas dann. War auch für mich so das erste Projekt, um sowas überhaupt zu machen. Ich habe da sehr viel Erfahrung gemacht. Ich habe alles selber gemacht an diesem Buch. Meine Freundin hat mir beim Lektorat etwas geholfen. Es hilft immer, wenn wer anders nochmal drüber liest, hier in Grammatik ein bisschen drauf achten. Schreib das mal ein bisschen anders. Man versteht nicht, was du meinst. Rechtschreibfehler und so weiter. Wobei ganz Rechtschreibfehler frei ist es natürlich nicht geworden, aber das ist normal. Ne? Ich würde sagen, wir blättern einfach mal rein. Hier natürlich noch das alte Logo mit dem Link zu meinem Kanal. Ein kleines Vorwort natürlich. Und ihr seht schon, wie die Seiten so Pi mal Daumen gestaltet sind. Und zwar gibt es überall dieses graue Template, sage ich mal. Und die Schriftart, die habe ich an den alten Original Gameboy Schriftart angelehnt, beziehungsweise genau die genommen. Da gab es natürlich am Anfang einige Kritik, dass das für manche nicht so gut lesbar ist. Habe ich natürlich mir auch zu Herzen genommen. Sehe ich auch ein. Da war mein Kopf einfach so ein bisschen Style vor Nutzen. Ich hatte jetzt kein Problem, das hier zu lesen. Aber ich kann mir vorstellen, alle Buchstaben sind natürlich quasi in Blockschrift groß geschrieben. Die Schriftart ist halt nicht für jeden was. Verstehe ich voll und ganz. Wenn ich jetzt noch ein weiteres Buch machen würde, würde ich das ein bisschen mehr hinterfragen natürlich. Die meisten von euch, die das Buch gekauft haben, waren, glaube ich, ganz zufrieden damit. Zumindest das, was ich so an Reaktionen bekommen habe, was mich natürlich sehr gefreut hat. Dann haben wir natürlich hier ein kleines Vorwort und dann hier die Gurkenkategorisierung. Denn ich stelle hier jetzt ungefähr, ich glaube, 48 oder 49 Spiele waren es, bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher, vor. Und da gibt es natürlich so quasi keine 1 bis 5 Sterne, sondern thematisch natürlich Gurkenbewertung. Warum Gurken? Hat keinen besonderen Grund. Ich habe mir einfach eine tolle Alliteration überlegt. Dachte ich mir, jo, machst du. So, auf jeden Fall gibt es verschiedene Stufen. Genau, was die bedeuten, steht hier. Ne? Eine Gurke ist zwar von wegen, hey, okay, so ganz schlecht ist es nicht. Man weiß so, was der Entwickler irgendwie erreichen wollte, aber es ist halt nicht so geil umgesetzt worden. Also kleinere Fehler von wegen so, hey, bisschen mehr Feinpolish, hätte es ein richtig okayes Spiel werden können. Jetzt kein Spitzentitel, aber zumindest im oberen Bereich. Und 5 Gurken ist halt wirklich Mist. Da ist ganz, ganz gehörig was falsch gelaufen. Und dann fangen wir an. Es läuft natürlich hier alles alphabetisch. Und wir fangen an mit Adventures of Rocky Bullwinkle und Friends. Wie ihr seht, ich habe mich da schon so ein bisschen orientiert an meinen Quälzig-Folgen und quasi die Folgen nochmal zu schriftlich
ja, verfasst und in ein Buch verpackt. Hier habt ihr immer dasselbe Design, ne? Das ist halt so den Gameboy etwas zugeordnet. Hier oben habt ihr den kleinen Screenshot, hier dann die groben Informationen. Ich hoffe und glaube, dass ich da jetzt keine Fehler gemacht habe. Zumindest wurden mir da keine Fehler irgendwie zurückgemeldet, weil sowas bleibt natürlich nicht aus. Ich habe das alles 2-3 Mal gecheckt, aber man weiß ja nie, weil es gibt verschiedene Quellen teilweise und so weiter. Dann erschienen, ne? Dann die Region und das Jahr, also hier NA, Nordamerika 1992, ist nicht in Europa erschienen und wer es entwickelt hat, Publisher, habe ich mir dann im Zweifel immer etwas gespart, weil ganz ehrlich, braucht keiner die Info. Und das Spiel ist wirklich mies. Also das ist wirklich auch wieder dieses typische hakelige Steuerung. Und ich habe dann halt immer so einen kleinen, so 2-3 Absätze dazu geschrieben. Natürlich so ein bisschen augenzwinkernd geschrieben und in meinem Stil. Auch da, der Humor muss natürlich nicht jedem gefallen. Aber wenn ihr treue Zuschauer meines Kanals seid, dann ist wahrscheinlich ein relativ groß, dass ihr mit meinem Humor was anfangen könnt. Ich lese das hier mal vor. The Adventures of Rocky und Bullwinkle und Friends basiert auf einer gleichnamigen Zeichentrickserie. Die kennt bei uns eigentlich keiner. Das erklärt dann wahrscheinlich auch, wieso dieses Machwerk außerhalb von Nordamerika nicht veröffentlicht wurde. In diesem Spiel erwartet euch ein uninspirierter Plattformer mit einer sperrigen Steuerung. Alleine das Springen fühlt sich an, als würde man klebrig hüpfend auf den Mond herumtingeln. Dann also dieses typische, sehr träge Sprunggefühl. Wirklich Mist. Dann haben wir hier 4 Gurken hat's bekommen. Wobei, ganz ehrlich, das ist jetzt keine wissenschaftliche Bewertung. Und das habe ich natürlich schon so aus dem Bauchgefühl heraus gemacht. Ne? Dann haben wir hier Alien vs. Predator. Auch hier leider, hätte auch man viel draus machen können. Das ist natürlich auch ein ungewöhnliches Franchise für den Gameboy, was ja eher so für Kinder quasi orientiert ist. Aber da gibt es ja einige Beispiele. Und ja, das ist auch hier wieder die Steuerung viel zu zäh, viel zu flüssig. Es kommt kein vernünftiges Spielgefühl hervor. Dann haben wir hier Amazing Spider-Man 2. 3 Gurken habe ich gegeben. Ich muss sagen, ich habe das seit einem halben Jahr das Buch jetzt auch nicht mehr in der Hand gehabt. Auch wenn ich es erstellt habe, bin ich gerade selbst überrascht, wie viel mir dann doch jetzt gar nicht mehr so im aktuellen Gedächtnis ist. Da ist es ja mit dem Spider-Man, viele fallen ja den ersten Teil ab. Den habe ich ja schon nicht so unbedingt als toll empfunden. Zumindest ist das ein gutes Spiel, aber es wird halt einfach später frustrierend und diese Steuerung mit Hoch und Schießen und sowas, um da sich irgendwie hochzuschwingen, ist einfach viel zu sperrig, finde ich. Hätte man besser machen können. Aber auch da sind denn die Teile schlechter geworden. Also der zweite Teil ist schlechter geworden und der dritte Teil noch schlechter. Also hier seid ihr einfach nur verwirrt unterwegs und auch hier diese Krümelgrafik, man erkennt nie vernünftig was. Also da hätte man auf den Gameboy wesentlich was Besseres herausholen können. Dann haben wir hier Beethoven. Beethoven ist ja wirklich ein besonderes Spiel, weil ich glaube, letztes Jahr, Ende letzten Jahres ist das ja ein OVP für, ich glaube, 3.000 oder 4.000 Euro versteigert worden. Ihr merkt also schon, das ist eines der teuren Module. Ich glaube, ein Modul allein kostet auch irgendwas um 150 bis 200 Euro. Unter Vorbehalt, das ist Stand vor ein paar Monaten. Momentan spielen ja die Preise verrückt ohne Ende. Ob das jetzt wirklich so ist, keine Ahnung. Aber das Spiel ist einfach wirklich Müll. Ihr spielt halt diesen Hund, ne? Und Plattformer habt ihr wieder auch da Steuerungsprobleme. Ihr wisst da nicht, wie ihr vorankommen müsst. Orientierungsprobleme. Also viele, viele Spiele hier haben wirklich, die Steuerung ist immer so bei vielen das Kernproblem. Und hier bei Bubsy 3, da habe ich im Text mal ein bisschen was gewagt. Ich fand es lustig, keine Ahnung, wie ihr es seht. Bubsy 2, das Spiel ist genauso lieblos geschrieben wie dieser Text, weil das das Spiel so perfekt zusammenfasst. Weil das Spiel ist einfach so, ja, Maskottchen-Plattformer, ne? Ja, mach mal das Nötigste, wird sich schon verkaufen, weil ist ein Maskottchen-Plattformer. Ja, nee. Casper ist leider wieder einer dieser schrecklichen Minispielsammlungen. Nicht gut. Castellian hat mich besonders geärgert. Und zwar auf den ersten Blick ist das super. Die Grafik ist sehr schön, weil ihr habt so einen Turm und ihr bewegt euch da drum herum. Und dadurch habt ihr natürlich einen sehr, sehr schönen 3D-Effekt, der da umgesetzt wurde. Aber es ist so super schwer. Ihr müsst den Weg immer auswendig lernen und euch da vorankämpfen. Es macht keinen Spaß. Castlevania hat nur eine Gurke bekommen, weil
Es ist so gesehen jetzt keine Vollkatastrophe, aber für ein Castlevania-Spiel ist es doch sehr enttäuschend. Auch da spielt sich halt sehr, sehr träge. Der Protagonist, der läuft wirklich sehr, sehr langsam voran und da will nicht so ein gutes Spielgefühl für, heraufkommen. Der zweite Teil, der ist super gelungen, aber das erste, nee. Dann haben wir hier Cruel World, wo ihr das spielt und euch denkt, what the fuck? Also, ich spiele ja die zur Aufnahme immer auf dem Emulator. Ich bin auch dabei, eventuell mal eine andere Methode zu kriegen, aber das ist für mich halt das Einfachste, weil diese schlechten Spiele sind auch meistens nicht in meiner Sammlung, dass ich das Modul habe. Aber dadurch ist natürlich der Bildschirm etwas größer. Und selbst da ist es schon sehr, sehr krümelig geraten, die Grafik. Und ihr wisst gar nicht unbedingt, was da alles passiert. Und kann ich mir vorstellen, auf dem Gameboy ohne Hintergrundbeleuchtung ist es dann noch wesentlich schlimmer. Also das ist schon wirklich, boah, nee, keine Ahnung. Dann haben wir hier The Rescue of Princess Blobette. Das ist, manche finden es gut, das Spiel. Aber bei mir ist es so eine Kindheitserinnerung. Ich habe das Spiel zu Ostern mal bekommen. Ich glaube nicht, dass ich es mir gewünscht habe. Keine Ahnung, warum ich genau das Spiel gewünscht bekommen habe. Und ich habe nichts gerafft. Ne? Als Kind, da werdet ihr da so reingeworfen. Und ihr wisst nicht, was ihr tun müsst. Das ist alles auf Englisch. Okay, das kann man vielleicht sich einigermaßen übersetzen, weil es sind nur ein paar Begriffe. Aber dieses Gameplay ist halt so ein Rätselplattformer, wo ihr diesen Blob habt. Und dem müsst ihr so verschiedene Jelly Beans füttern mit verschiedenen Geschmacksrichtungen. Und dann verwandelt er sich zum Beispiel in eine Leiter. Und damit könnt ihr dann halt entsprechend irgendwo lang gehen. Ist halt, keine Ahnung, also Musik, technisch ist es auch sehr, sehr simpel, die Musik ist, boah, ganz schlimm. Dann haben wir hier Days of Thunder. Das ist im Prinzip ein gutes Spiel, sehr ambitioniert, es hat eine 3D-Grafik, was ja für den Game Boy wirklich sehr, sehr ambitioniert ist. Aber dadurch, weil sie voll auf dieses technische Gimmick gesetzt haben, haben sie halt irgendwie vergessen, dass es auch wirklich gut spielbar ist. Es ist eine heftige Tech-Demo, kann man so gesehen sagen. Aber ihr könnt euch vorstellen, es sind irgendwie so gefühlte 2 Frames per Second, in denen ihr da lang fahrt, weil der Game Boy das halt einfach nicht kann. Und das Spielprinzip ist dadurch halt sehr komisch, weil das Auto sich sehr komisch steuert und so weiter. Denn Disney's Mulan ist wirklich so der Prototyp, 3 Gurken hat es bekommen, einer schlechten Lizenzumsetzung, weil es ist lieblos und nicht sehr eingängig, also es fehlt da wirklich überall an Feinschliff. Das ist da das Hauptproblem. Genauso wie Disney's Pocahontas. Auch hier gibt es einen super Ansatz, weil da könnt ihr zwischen Pocahontas und dem Waschbären hin und her wechseln, um halt Rätsel zu lösen. Ne? Pocahontas kommt nicht weiter, oh, zack, zum Waschbären, zack, der macht den Weg frei, so nach dem Motto. Ihr kennt's alle. Aber die Steuerung ist teilweise wirklich so empfindlich, dass zum Beispiel hier bei der Klippe müsst ihr euch da exakt positionieren, dass ihr da hochspringen könnt. Ein gutes Spiel würde sagen, vorwiegend alles klar, ich weiß, was du vorhast, du musst jetzt hier nicht millimetergenau hinsteuern, komm, passt schon. Aber nicht das Spiel. Dann haben wir Double Dragon, das ist einfach im Prinzip, die Double Dragon Spiele auf den Game Boys wurden gefühlt immer schlechter. Und irgendwie frage ich mich, warum, weil sie wissen ja, wie ein gutes Beat'em-up-Spiel auszusehen hat. Und hier ist das einer der Grundprobleme, wenn ihr niedergeschlagen wurdet, dann ist es ja normalerweise so, wenn ihr dann aufsteht, dann seid ihr für kurze Zeit unverwundbar. Hier ist es allerdings nicht so. Das heißt, ihr könnt ruckzuck in die Ecke gedrängt werden und dann schlagen die einfach auf euch ein und ihr könnt halt nichts mehr machen vernünftig. Irgendwann habt ihr vielleicht mal Glück, dass ihr da rauskommt, aber es macht einfach keinen Spaß. Denn, boah, Dwang's Lair The Legend. Dwang's Lair ist ja dieses Arcade-Spiel, was mit dieser super Zeichentrick-Grafik gepunktet hat. Und das wurde jetzt auf dem Gameboy umgesetzt. Das kann natürlich den nicht so mit dieser Grafik punkten. Es ist halt ein krümeliger Plattformer, nenne ich es mal, geworden, der, ihr seht es selber, wenn der Charakter-Sprite so groß ist hier, die Übersicht ist kacke, das Spiel ist kacke, es ist unfair, ihr sterbt super schnell, boah, ne. FIFA, gut, ist halt FIFA, ist nicht gut umgesetzt worden. Es ist, die Atmosphäre fehlt. Ich habe da auch letztens in ein Gameboy Shorts Video das getestet, um das nochmal ein bisschen besser aufzuarbeiten. Ja, es ist ein Fußballspiel, es macht was es soll, aber ihr seht schon 2 Gurken, es ist nicht, keine Vollkatastrophe, aber es macht halt auch keinen Spaß. Dann hier Flash, ja,
irgendwie, das war das mit den Bomben entschärfen. Ja, ihr müsst heute durchrasen und hier Bomben entschärfen. Das ist irgendwie ganz bescheuert und Flash ist ja eigentlich, steht ja dafür, dass er super schnell ist. Aber irgendwie fehlt da dieses Gefühl für dieses Spiel. Godzilla, das ist im Prinzip eigentlich nur ein Stern, weil das Cover halt was anderes verspricht. Das Cover ist wirklich so klassisch, Godzilla, böse, und spielt ja rein und ihr seht selbst, das ist relativ niedlich gemacht. Das liegt natürlich daran, dass das in Japan entsprechend so eine Vorlage gibt mit so einem niedlichen Godzilla, mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein, und dass das Spiel zu dieser Vorlage war. Und als das nach Westen kam, dachten die, okay, die Vorlage kennt ja keiner, also machen wir Godzilla draus. Und wenn ihr das ein Spiel, das ist ein nettes Spiel, das ist gut, das ist ein Puzzle-Plattformer, Action-Plattformer, kann man sagen. Aber ihr wartet da halt nicht so einen kleinen, süßen Godzilla, der halt irgendwelche Rätsel löst, sondern was Actionreicheres, ne? Dann haben wir hier Gremlins The New Batch. Ja, Gremlins war ja damals auch ein ziemlich geiles Franchise und muss natürlich auch umgesetzt werden. Aber das Spiel ist einfach nur so super schwer. Also das NES-Spiel davon, das ist so ein bisschen was anderes, das ist so ein bisschen top-down-mäßig, das ist ziemlich cool. Aber hier ist das aber so künstlich schwer. Ihr habt so einen kleinen Bleistift als Waffe, um dann sich zu Pferd zu setzen. Also, nee. Home Alone ist auch nur so eine ganz lieblose Lizenzversoftung. Da müsst ihr halt im Prinzip euer Haus gegen die Wet Bandits natürlich verteidigen. Aber auch da, Steuerung ist einfach zu slippery, sage ich mal. Und es ist einfach bescheuert. Ich weiß, es ist natürlich nicht schwer, auf so einer Lizenz ein vernünftiges Spiel zu machen. Aber also ihr habt ein Haus und ihr müsst halt die ganzen Gegenstände vor den Banditen verstecken. Und ihr müsst halt immer um die navigieren, ihr müsst dann halt Fallen stellen und so weiter. Klingt auf dem Papier gut. Aber es ist halt, macht keinen Spaß. Genau, Home Alone 2. Dasselbe gehe ich jetzt nicht so weit drauf ein. Hunt for Red October ist im Prinzip ein sehr gutes Spiel. Ihr seht, es hat auch nur eine Gurke bekommen. Es ist gut, wurde super umgesetzt. Ist ja auch hier die Lizenzversoftung zu dem Kinofilm. Das Problem ist halt, es ist halt super schwer. Und daher frustriert das sehr, sehr schnell und hat auch mich sehr schnell frustriert. Ich weiß, was schwere Spiele angeht, ist meine Frustgrenze jetzt auch nicht gerade die höchste. Da bin ich natürlich auch ein bisschen eine Mimi. Bin ich vielleicht nicht für alle sprechend, aber im Prinzip ist das Spiel gut. Aber ja. Dann haben wir hier Indiana Jones and the Last Crusade. Das ist technisch, sieht das ziemlich cool aus, aber auch da, das Level-Design ist sehr uneindeutig, es ist nicht geradlinig, aber ne, wenn Level nicht geradlinig ist, muss das ja nicht unbedingt schlecht sein, aber hier ist es halt verwirrend nicht geradlinig und das ist dann halt nicht so geil, plus auch wieder schwerfällige Bewegungen und hier The Last Action Hero, noch eine Lizenzversoftung, also ihr seht schon, es gibt gute Lizenzversoftungen und es gibt hier viele, die hier auch reingeraten sind. Auch hier Hauptproblem die Steuerung auf jeden Fall. Es ist sehr, sehr schwammig. Dann hier The Lawn Mover Man. Oh boy. Die Grafik, ihr seht selber, ist sehr, 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 sehr krümelig. Ich weiß nicht, was sie da machen wollten. Ist halt so ein Run-and-Gun-Spiel im Prinzip, was aber euch so kein richtiges Gefühl gibt. Ne? Das Trefferfeedback ist nicht so vernünftig da. Und ihr düst da halt durch und nee, also genauso wie auf dem Super Nintendo ist das einfach kein gutes Spiel. Auch da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr Mühe gegeben. Okay, die Grafik ist nach wie vor nicht gut, aber hätte man da was draus machen können. Aber obwohl, eigentlich auch nicht, nee. Lethal Weapon, auch hier ein Lizenzspiel. Überraschend ist es hier, ein Lizenzspiel nach dem anderen gerade. Schönes Spiel, eigentlich, also im Ansatz haben sie es gut umgesetzt, eine richtige Idee gehabt, es ist ein Brawler, passt ja zu dem Actionfilm, nur halt, da müsst ihr pixelgenau teilweise arbeiten. Ich erinnere mich an dieser Szene, wo halt dieser Gegner in so ein Erdloch quasi sitzt und halt daraus schießt. So, denkt ihr, okay, schießt ihn nach unten, geht nicht. Ihr müsst eine Granate dahin werfen. Ja, das Problem ist, ihr müsst euch wirklich pixelgenau aufstellen, um diese Granate da reinzuwerfen. Super nervig, also so ein bisschen mehr ja, Toleranz, sage ich mal, sollte man da schon auf jeden Fall irgendwie bei solchen Spielen einplanen. Mortal Kombat, ja, nein.
Also die späteren Teile, die sind nicht ganz so kacke, aber es musste hier auf jeden Fall kommen. Es war natürlich von wegen, alles klar, super populäres Franchise, müssen wir auf den Game Boy bringen. Das Problem ist halt, der Game Boy mit diesen Fighting Games ist halt eh nicht die Plattform dafür. Die Technik ist zu einfach und es gibt zu wenig Buttons einfach. Aber hier ist alles so schwerfällig gemacht und so abgespeckt, dass ich keinen Grund sehe, wenn ihr Mortal Kombat spielen wollt, das auf dem Game Boy zu spielen. Ganz einfach. NHL 96 ist hier auch technisch sehr, sehr schwerfällig und es läuft sehr, sehr langsam. Denn lieber wirklich weniger grafische Qualität wie hier Schatten oder sowas und wie Blades of Steel mäßig das etwas flüssiger haben. The Page Master. Ich kenne da jetzt einen, der mich hauen wird, aber ich wurde mit dem Spiel nicht warm. Hat auch jetzt 3 Gurken bekommen, also nicht das Schlechteste vom Schlechtesten. Auch hier eine Lizenzversoftung. Ich müsste eigentlich hier so einen Lizenzversoftungszähler reinbauen, aber da bin ich glaube ich zu faul zu. Plattformer, ja, aber es ist irgendwie so, da wo andere Spiele zu zäh sind, ist es zu schnell. Gefühlt ist jede Oberfläche aus Eis und ihr schlittert überall quasi drüber. Kannst du machen, wenn du ein Eislevel hast, aber wenn das so grundsätzlich ist, ich bin nicht damit warm geworden, aber mit etwas Übung geht das natürlich. Pit Fighter, ganz, 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 ganz schlimm, ist ein großer Arcade-Automat damals gewesen, wurde auf verschiedene Systeme dann natürlich portiert, auf verschiedene Heimkonsolen, auch hier. Und ich glaube, in keiner Umsetzung ist es annähernd gut geworden, also Grafik Mist, alles Mist. Race Days, das waren 2 Rennspiele in einem Modul. Beide sind kacke. Ne? Ihr kennt es vielleicht, wenn man da zu viel Spiele in eins quasi reinpackt, dann ist es meistens so, dass die Spiele drunter leiden und nicht vollkommen ausgereift sind. Weil dann logischerweise, wenn du nur ein Spiel hast, was du dann rausbringst auf ein Modul, dann kannst du da viel mehr Zeit, viel mehr Feinstift reinhauen. Hier halt nicht. Von Gremlin Interactive sind wahrscheinlich irgendwie Portierungen von alten PC-Spielen oder irgendwie sowas, nehme ich mal an, oder von irgendwelchen anderen Spielen. Ja, also hier ist das ist so ein Micro Machines Klon dabei und halt so ein Ego-Fahrspiel. Das Ego-Fahrspiel ist das wesentlich Schlimmere. Das andere ist dann quasi nur relativ lieblos und ideenlos umgesetzt. Also es gibt ja Micro Machines auf dem Game Boy, das kann ich euch empfehlen. Dann habt ihr hier Robocop, auch ein One-and-Gun-Spiel. Das passt eigentlich, aber auch hier Schwierigkeitsgrad viel zu hoch und auch zu unlogisch. Hier müsst ihr euch wirklich die Level auswendig lernen, um da durchzukommen. Also schaffbar, aber ich mag halt keine Spiele, wo ihr das auswendig lernen müsst, um da irgendwie ansatzweise weiterzukommen. Da habe ich keinen Spaß dran. Ähnlich wie bei Robocop vs. Terminator sieht im Prinzip da ähnlich aus. Dann haben wir natürlich die ganzen Simpsons-Spiele. Simpsons Bart and the Beanstalk, auch hier ein fürchterlicher Plattformer. Fürchterlich. Genauso wie Camp Deadly, ich glaube, das kommt noch. Ja. Sprungverhalten fühlt sich scheiße an. Es ist wirklich unfair. Und ja, die Steuerung, die verhaut hier wieder alles und die Grafik ist relativ simpel gestaltet. Also das ging ja wirklich auf den Game Boy besser, wie ihr seht, zum Beispiel hier kein Hintergrund. Das hätte man besser machen können. Und ihr habt keine vernünftige Waffe. Ihr habt zwar so eine Steinschleuder, aber das ist irgendwie so gefühlt, ne? Hier habe ich geschrieben, 5 cm fliegt die weit weg und dann ist weg. Das ist immer wieder so, ihr habt eine Waffe und sie bringt euch nichts. Und das ist kacke. Dann haben wir hier Bart vs. The Juggernauts. Das habe ich mir damals sogar als Kind mal ausgeliehen und war ein Trauma. Ich wollte es mögen, aber nicht. Das passiert bei der Minispielsammlung. Das ist hier so ein bisschen so American Gladiator mäßig. Seid ihr so ein Event da und müsst halt eine Disziplin nach der anderen abschließen. Die sind auch alle langweilig gestaltet und bescheuert und viel sehr, sehr glücksgetrieben teilweise. Das macht keinen Spaß. Ja. Escape von Camp Deadly, auch das habe ich gerade schon erwähnt, lehnt sich auch an einer der Crossies Camp, glaube ich, Folge von Simpsons an. Ihr müsst halt einem fiesen Feriencamp entkommen und vielen Gefahren widerstehen. Auch hier ist das Problem, Steuerung ist scheiße, ist viel zu schwerfällig. Nee. Hier haben wir dann The Spider-Man 3, habe ich ja erzählt, ne? Hier Amazing Spider-Man 1 und 2 und beim dritten haben sie schon das Amazing weggelassen. Wussten schon warum. Ihr kommt nicht weit, das Spiel ist einfach schrecklich. Also im ersten Level bekämpft ihr schon irgendwelche Jugendlichen auf Skateboards, wo ich mich frage, hey, warum bekämpft Spider-Man Jugendliche auf Skateboards? Ich weiß nicht. Hat er nichts Besseres zu tun? Ich weiß es nicht.
Dann haben wir hier eines der ersten Puzzle-Spiele. Und zwar Splitz. Ja, Splitz ist im Prinzip Schiebepuzzle das Game. Ihr kennt es alle so als Minispiel. Keiner mag so wirklich diese Schiebepuzzle. Ja, das hat's Game. Und naja, umgesetzt. Mit Zeitdruck. Super. Star Wars. Hier im Prinzip so grafisch und technisch gut umgesetzt, aber viel zu schwer. Viel zu schwer. Steuerung passte da, glaube ich. Aber das ist halt, wenn der Schwierigkeitsgrad zu absurd schwer ist, dass er in keiner Relation steht. Also da ein bisschen mehr Balance wäre schon nicht schlecht. Stargate ist auch ein verwirrendes Puzzlespiel. Super Serie habe ich damals auch gerne gesehen. Aber es ist halt ein Puzzlespiel, was so 3D-mäßig ist. Leute, da hätte man aus der Lizenz aber auch irgendwie was Besseres machen können. Superman, ja, wenn ihr schon seht, Taito Software, die haben ja viel, viel Mist auch produziert, auch Gameboy-mäßig. Also der Angry Video Game Nerd, der schießt immer so gegen hier Dings AJN. Bei mir ist immer so Taito Software bei Gameboy-Spielen ein großes Warnsignal. Das ist meistens denn nicht so toll. Superman, super Lizenz, haha. Aber auch hier schwerfällig und die Steuerung ist einfach so komisch irgendwie. Man bekommt da einfach kein Gefühl für euren Charakter und ihr seid Superman, soll eigentlich super mächtig sein, aber seid ihr da nicht und das ist seltsam. Swamp Thing ist ja, wo eins der schlechtesten, bewährtesten Gameboy-Spiele ever. Auch hier eine Lizenzverschlechterung zu einer Vorlage aus den 80ern. So relativ kurzlebige Lizenz. Da stimmt wirklich gar nichts. Die Grafik ist zu krümelig, zu uneindeutig, die Steuerung viel zu schwammig. Nee. T2, The Arcade Game, verstehe ich nicht, warum ein Lightgun-Shooter auf dem Gameboy umgesetzt wird. Das kann nur in die Hose gehen. Weil das Feature, diese Lightgun zu haben, komplett wegfällt und ich steuere das mit dem Cursor und schießt. Pixelkrümel-Grafik. Warum? Top Gun, Guts and Glory hatte ich auch als Kind sogar. Ist technisch beeindruckend, ist gut geworden. Fliegt mir eure Flugzeuge, so eine 3D-Ansicht und bekämpft Flugzeuge. Auch hier ist wieder so ein bisschen die Schwierigkeit plus irgendwie. Die Hardware kann das zwar darstellen, aber es fühlt sich halt nie so super an. Und dadurch habt ihr so ein diffuses Spielgefühl irgendwie. Dann haben wir hier Total Carnage, auch hier, voll geil. Ein Twin-Stick-Shooter quasi in Arcade auf dem Gameboy portiert. Mit super coolen Grafik und warum? Ne? Also, das geht halt nicht. Das gibt die Hardware halt nicht her. Toxic Crusaders, auch hier ein sehr liebloser Side-Scroller. Ja. Ganz ehrlich, das ist so belanglos kacke, dass es mir gar nicht mehr präsent ist, ehrlich gesagt. Es ist halt ein Nordamerika-exklusives Spiel. Genau. Das ist so ein bisschen augenzwinkernde Comic-Vorlage gewesen. Und eure Hauptwaffe ist ein Mob. Auch wenn es augenzwinkernd gemeint ist, wer will denn wirklich ein Spiel spielen, wo ihr ein Held mit einem Mob seid? Ultraman, ein Klopfspiel, auch Japan-exklusiv. Ultraman ist da ja eine sehr große Serie. Super schwerfällig, es macht keinen Spaß. Also wenn ihr schon denkt, Mortal Kombat ist als Klopfspiel viel blöd umgesetzt worden, das ist wirklich die Hölle. Dann haben wir hier, ich glaube, als letztes Wayne's World. Auch schöne Vorlage, ist als Plattformer umgesetzt worden. Also da hätte man vielleicht sogar vielleicht so eine Art Musikspiel oder irgend sowas machen können. Ne? Keine Ahnung, Musikrhythmusspiel oder sowas mit dem Gameboy. Das wäre echt geil gewesen. Aber nein, es ist wirklich ein liebloser Plattformer, der verwirrend ist. Steuerung ist auch hier wieder nicht so ideal, aber ich glaube, die war jetzt nicht komplett Mist. Hätte man auch hier mehr machen können. Ne? Aber jetzt letzte Notizen, weil ich mir dachte so, hey, ich habe eine Seite frei. Und ihr habt ja auch in vielen klassischen Handbüchern ja immer dieses Notizfeld. Ich habe keine Ahnung, ob das jemals irgendwer benutzt hat.
So, das war denn das Buch. Es war jedenfalls ein schönes Abenteuer, das gemacht zu haben. Ich habe viel gelernt auf dem Weg. Ob ich nochmal ein Buch machen werde, keine Ahnung. Muss ich gucken, wie mich die Inspiration, die Muse küsst. Hat jedenfalls viel Spaß dran. Es gefällt auch vielen Leuten von euch, was ich wirklich sehr, sehr freue. Wie gesagt, ein paar Exemplare habe ich noch. Wenn ihr eins bestellen wollt, unten sind die Infos. Ansonsten bedanke ich mich für euer Interesse und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt. Tschüss.